Ja, herzlich willkommen zu unserem Kurs Online-Kommunikation. Ein Kurs mit 6 Workouts, das heißt mit 6 Lerneinheiten, in denen ich euch, ich zeige euch gleich mal die Ziele des Kurses, in dem ich euch weiterbringe und zeige, wie ihr in Zukunft oder wie du in Zukunft dein Business, egal ob du das online oder offline betreibst, durch gezielte Internetstrategien erfolgreicher machen kannst. Wenn ihr in der letzten Zeit irgendwie auf Seminaren wart oder auf Kongressen, dann geht momentan ja ein Geist durch alle Köpfe. Und dieser Geist, der hier umgeht, ist die Bezeichnung Disruption oder Disruption. Gemeint ist Unterbrechung. Disruptive Technologien habt ihr sicher schon einmal gehört. Was sind dann auch daraus abgeleitet die Fragestellungen für unseren Kurs oder die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen? Ihr seht, Digitalisierung. Digitalisierung wird ein großer Punkt sein. Digital Readiness. Wie sind wir als Unternehmen, wie bist du darauf eingestellt, auf die Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt? Ein weiterer Punkt, der zu diesen Disruptionen zuträgt, was aber auch eine Chance ist in Zukunft, ist die fortwährende Vernetzung. Die Vernetzung und dazugehörend natürlich das mobile Internet. Also Digitalisierung, Vernetzung, mobiles Internet verändert natürlich auch uns als Mensch, verändert das Verhalten potenzieller Kunden, potenzieller Bedarfsträger. Und wir müssen uns oder ihr müsst lernen in eurem Business in Zukunft, dass wir uns auf dieses veränderte Kundenverhalten einstellen müssen. Und wenn ein verändertes Kundenverhalten vorliegt, muss sich natürlich auch das Marketing, unser Marketing in der Zukunft verändern und muss praktisch diese Bewegung, diesen Change mitmachen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir sprechen ja hier von Online-Strategien und von vertiefenden Online-Strategien. Ein wichtiger Punkt im Marketing ist dann natürlich auch die Kommunikation. Auf der einen Seite die informative Kommunikation und auf der anderen Seite natürlich die werbliche Kommunikation. Also ihr seht, die Fragestellungen, diese Punkte hier, das sind so die Treiber. Das sind die Treiber, die unser Marketing, die unsere Kommunikation und damit natürlich auch unsere Kommunikationsstrategien in Zukunft verändern werden. Also Digitalisierung, fortwährende Vernetzung und ein mobiles Internet. Jeder von uns hat sein Handy dabei, jeder von uns ist Tag und Nacht erreichbar, jeder von uns kann Preise Tag und Nacht überprüfen. Das heißt, wir haben uns schon daran gewöhnt und wir ändern dadurch eben auch unser Erleben und Verhalten im wirtschaftlichen Kontext. Und darauf solltest du, sobald du ein Business hast oder wenn du in einer Firma arbeitest, natürlich dein Marketing darauf anpassen und eben auch deine Kommunikation und deine Kommunikationsstrategien. Disruption, Disruption, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wird ein wichtiger Teil sein in eine unserer Workloads, in eine unserer Lerneinheiten, die wir dann gemeinsam hier durchsprechen werden. Und diese Unterbrechung ist heute eigentlich, es ist nichts Besonderes. Change hat schon immer stattgefunden, das wisst ihr. Nur diese disruptiven Techniken, wenn ihr dieses Bild anschaut, die gehen ganz, ganz langsam an. Also die untere Linie, ihr seht, es kommt ganz, ganz, ganz langsam. Es kommen neue Ideen. Große Firmen schmeißen sich noch nicht auf die Ideen. Vielleicht ein interessantes Beispiel sind vielleicht die MP3-Player. Ja, wie die gekommen sind, hat sich kein Mensch für MP3-Player interessiert. Auch die größeren Firmen, für die war das keine große Konkurrenz. Aber in einer Nische, deswegen ist die untere Linie, seht ihr, die untere Linie verläuft eigentlich ganz flach. Das heißt, am Anfang ist aus einer Nische herauskommend, geben wenige Menschen oder spenden wenige Menschen dieser neuen Technik Aufmerksamkeit. Und auf einmal hat der Markt diese Technik angenommen und es zeigt eben dieser große Sprung, diese Unterbrechung. Auf einmal ist dann das da und auf einmal haben wir Kunden erkannt, am Anfang noch skeptisch dem MP3-Player gegenüber, schlechte Tonqualität etc. etc. Aber dann haben wir gelernt, Mensch, MP3-Musik und MP3-Audios können wir ja ganz, ganz einfach über das Internet verteilen, kommunizieren, an die unterschiedlichsten Devices ausspielen. Und auf einmal wollte der Markt das und
Ihr seht es ja, das ist eben auch die Erfolgsgeschichte von iPhone, von iTunes und all das, was auf dieser iTunes-Plattform stattfindet. Und die gleiche Disruption, die gleiche Unterbrechung hat in der Analogie, in der analogen Fotografie stattgefunden. Eine hochentwickelte Technik, jeder hat analog fotografiert und auf einmal kam, und komischerweise, ihr wisst es, Kodak, ein Filmhersteller, kam auf die Idee, digitale Kameras zu bauen, digitale Bilder einzusetzen, aber eben auch auf der unteren Linie am Anfang in einem ganz, ganz schlechten Niveau, in Nischenmärkten getestet. Der Markt hat es auch nicht angenommen. Der Markt hat gesagt, Mensch, schau doch das mir an, tolle Bildqualität im Analogen, höchste Technik. Und jetzt auf einmal haben wir hier so komische digitale Bilder, schlechte Auflösung, wenn die Sonne scheint, funktioniert das Ganze nicht. Ja, und aber auch da seht ihr, auf einmal kam der Sprung, die ganze Welt wollte digital fotografieren. Und ja, mit der analogen Fotografie war es das dann. Und das Gleiche scheint eben heute als disruptive Technik auch diesen sogenannten Consumer-Kameras, den kleinen, wie ihr wahrscheinlich auch habt, die werden in Zukunft wahrscheinlich auch vom Handy verdrängt und von den Auflösungen, die heute ein modernes Device liefert. Also da werden wir sehr, sehr viele Sachen machen, weil diese Veränderungen in der Technik natürlich uns Menschen verändert. Und das heißt aber, dass wir unsere Geschäftsmodelle anpassen müssen auf diese Veränderungen. Und nicht, dass wir dann, wie ihr kennt die Geschichte, wer hat meinen Käse weggenommen, who moved my cheese, auf einmal ist das Geschäftsmodell, das jahrelang funktioniert hat, ist auf einmal weg und es funktioniert nicht mehr. Also, in diesem Kurs und in den folgenden Lerneinheiten oder Workloads werden wir uns mit vielen, vielen neuen, interessanten Ideen auseinandersetzen. Es wird gehen nochmal um die Digitalisierung, es wird gehen um die Vernetzung. Wir werden sehr, sehr viel machen, was heißt das mobile Internet in Zukunft, weil auch hier wird sich die Technik verändern und in 2, 3, 4 Jahren werden wir wahrscheinlich gar keine Handys mehr haben in dem alten Sinn, sondern wir haben das vielleicht am Körper, im Sakko, irgendwo eingenäht. Also das Mobile wird sich verändern und dann wird sich auch die Texteingabe verändern oder der Umgang, wie wir mit Suchmaschinen kommunizieren. Jetzt geben wir alle noch in ein Suchsystem, nehmen wir mal Google als eine der größten Suchmaschinen, da geben wir das jetzt noch ein als Schrift. In 2, 3 Jahren werden wir nur noch mit unseren iPhones oder mit anderen Geräten sprechen und wenn eure Digital Assets, also euer Content, eure Inhalte an diese Veränderung nicht angepasst sind, dann werdet ihr das in Zukunft oder werden eure Firmen das in Zukunft sehr, 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 sehr schwer haben, den Content auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben, wo dann vielleicht die Texteingabe zu der reinen Sprache sich verändern wird. Also Kundenverhalten werden wir dann auf dem Radar haben. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist eben Marketing. Ich nenne es Marketing Reloaded. Wir müssen einfach in der Lage sein, unser bestehendes Marketing auf diese neuen Herausforderungen abzustimmen, das zu verändern. Und natürlich kommt eben zu der normalen Kommunikation jetzt auch die Online-Kommunikation hinzu. Und wie gesagt, das sind unsere Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Marketing ist das Fundament nach wie vor. Das Marketing ist die Basis, aber es muss nachgeladen werden. Und erst dann, wenn ich ein ordentliches Marketing habe, werde ich auch eine gute Online-Kommunikation und auch ein gutes Online-Marketing betreiben können. Ja, wie schauen diese Workouts aus, die euch in diesem Kurs, was sind die Themen dieser Workouts, dieser Lerneinheiten? Die Lerneinheiten sind einmal die Digital Readiness. Also wie bist du oder wie ist dein Unternehmen fit für diese neuen Herausforderungen? Der nächste Punkt, wie gesagt, was kommt aus der Psychologie? Wie verändert sich das Kundenverhalten? In welche Richtung wird das Kundenverhalten denn marschieren? Und was ist dann für die Firmen im Online-Marketing und im ganz normalen Marketing daraus zu beachten und wo, an welchen Stellen müssen wir einfach ein bisschen nachladen, ein bisschen nachjustieren. Mit Blick oder mit dem Fokus auf unsere Konsumenten, auf unsere Bedarfsträger, auf unsere Kunden wird ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt und eine sehr, sehr wichtige Lerneinheit sein, die Aufmerksamkeit. Ihr wisst, das höchste Gut, was ich heute als Konsument oder ja, als Konsument einem Anbieter spenden kann, ist meine Aufmerksamkeit.
Und deswegen werben wir uns hier sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv. Und wir sind in der Wirtschaftspsychologie. Wir werden auch sehr, sehr viele Theorien uns angucken, die sich damit beschäftigen, wie funktioniert eigentlich die Wahrnehmung? Wann sprechen wir von Informationsaufnahme? Wann sprechen wir wirklich von echter Wahrnehmung? Wahrnehmung heißt ja, dass wir dann wirklich einen Reiz verarbeiten oder elaborieren. Also das Thema Aufmerksamkeit wird uns sehr, sehr beschäftigen. Aufmerksamkeit von bewusster Aufmerksamkeit, von bewusster Wahrnehmung, von teilbewusster Wahrnehmung, von peripherer und ganz interessant, so die neueste Forschung, eben auch die implizite, die unbewusste Wahrnehmung. Und diese Themen werden wir heute beginnend gemeinsam miteinander diskutieren. Und dann ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Involvement der Zielperson. Also ist eigentlich da einer, neben der Aufmerksamkeit, ist das Involvement einer der Hauptpunkte in diesem Lehrgang, in diesem Workout, in dieser Vorgehensweise. Denn das Involvement der Zielperson entscheidet im Zeitpunkt des Informations- oder im Zeitpunkt des Werbemittelkontakts darüber, ob dein potenzieller Kunde auch wirklich dir die Aufmerksamkeit spendet oder sich abwendet oder in irgendeinem Tunnel sich befindet und sich ablenken lässt. Also das Involvement, das persönliche Involvement, das situative Involvement werden wir dazu nutzen, wenn wir mit Bedarfsgruppen kommunizieren. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil ich euch zeigen möchte, dass man eigentlich von den normalen Zielgruppenbeschreibungen, demografischer Faktor etc. etc. erkennt das alles, weil man da im Endeffekt heute auch in einer digitalen Welt langsam davon abgeht und sagt, nur weil irgendjemand in einer Zielgruppe sich in einem Zielsegment befindet, heißt das noch lange nicht, dass er im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes jetzt im Moment Interesse an deinen Produkten, an deiner Dienstleistung oder an deiner Warengruppe hat. Und deswegen ist für mich das Involvement, die Basis für die folgenden Kommunikations- und Marketingstrategien, ich nenne sie mal die Anbieterstrategien. Und auf das werden wir eingehen und ich werde euch zeigen, wie schnell man oder wie gut man ausgehend von dem Involvement unserer Bedarfsträger auf der einen Seite die Gestaltung steuern kann und auf der anderen Seite aber auch die Kommunikation steuert und an den unterschiedlichen Customer Touchpoints natürlich dann die Ansprachen und die Instrumente und die Medien gezielt und eigentlich sehr, sehr, sehr einfach auswählen kann. Ja, also das sind die Inhalte. Zeit zum Lernen. Jetzt geht's dann los. Ich hoffe, ich habe euch in diesem ersten kleinen Intro-Video so ein bisschen einen Einblick gegeben. Was soll der Kurs? Was machen wir in dem Kurs? Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen verleiten mit Interesse auch die ganzen Dinge, die ich euch hier auf den Kurs hochlade, dass wir die gemeinsam machen, dass wir die gemeinsam besprechen und aber ganz, ganz wichtig, dass wir die aber auch gemeinsam für die Praxis trainieren. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die Zeit, für die Aufmerksamkeit, die ihr mir gespendet habt und okay, wir sehen uns dann im Kurs und ja, tschüss, vielen Dank.